Wenn Männer meinen, dass sie, indem sie mich bezahlen, mit mir machen können, was sie wollen, dann sind sie schief gewickelt. Sie können für das Geld mit mir machen, was ich will. Als ich das erzählt habe, hat meine Mutter nur gesagt, ach, das hätte ich eigentlich auch gemacht in deinem Alter, aber gegen DDR-Geld hätte sich das einfach nicht gelohnt. SWR1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt. Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt's auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt. Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues. Also Wolfgang, heute geht's um ein Thema, das ganz regelmäßig zu kontroversen Debatten führt. Es ist ein Thema, das polarisiert und ich glaube auch, es ist ein Thema, das von vielen Vorurteilen belegt ist. Und um was es heute jetzt genau geht, das soll dir unsere heutige Gästin gleich mal selbst erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Salome Baltüs. Hallo? Hallo, Salome Baltüs. Du bist uns zugeschaltet. Ist das in Ordnung, wenn ich dich duze? Aber natürlich, ich freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein. Also, Salome Baltüs kennen viele als? Als Prostituierte, als Sexarbeitsaktivistin, wenn man es auf Twitter-Deutsch sagt. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der? Weil ich mich selber sehe, jeden Tag ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich eine Autorin, vielleicht sogar, also viele würden mich als Intellektuelle bezeichnen, die eben sich durch ihre Tätigkeit das Privileg verschafft hat, nicht abhängig zu sein von der Medienwelt, weder vom Literatur- noch vom Journalismusbetrieb, weil ich eben mein Geld anders verdiene. Okay, aber was heißt Autorin? Und schreibst du Bücher? Arbeitest du für Zeitungen, für irgendwelche Online-Medien? Aktuell schreibe ich für die Berliner Zeitung eine Kolumne. Ich habe einen Roman geschrieben zusammen mit jemandem und ich schreibe gerade den nächsten. Und ich habe immer schon geschrieben und eigentlich war dieses Ding mit der Prostitution auch vor allem mein Weg, mir ein Einkommen zu sichern, das mir genügend Freizeit lässt. Und ich bin ja auch gleich so anmoderiert worden, dass es so wahnsinnig kontrovers sei. Das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Also hier in Berlin ist das nicht kontrovers, bei euch in Stuttgart höchstwahrscheinlich. Ich war ja von der Ankündigung von Helena jetzt auch auf sozusagen die schlimmsten gesellschaftlichen Dinge vorbereitet. Aber ich habe alles in Ordnung, oder? Offen gestanden auch nicht feststellen können, dass Prostitution in Stuttgart nun ein heiß diskutiertes Thema ist. Vielleicht, es gibt eine kleine Einschränkung. Ich habe auch mal mit dieser Frau, eine Sozialarbeiterin in Stuttgart, Sendung gemacht, die sich vor allem um Zwangsprostituierte aus Osteuropa kümmert, die unter, so hat sie es geschildert, wirklich erbärmlichen Bedingungen arbeiten müssen, auf den Strich geschickt zum Teil oder größtenteils auch von der eigenen Familie, vom Vater, von den Brüdern, von den Onkels. Gibt's das in Berlin auch? Ich nehme an, selbstverständlich. Straftaten gibt es überall. Es sind aber Straftaten. Es ist gesetzlich geregelt, dass jede Art von Zwang in dem Beruf selbstverständlich kriminell ist. Und es ist auch überhaupt nicht mein Thema. Also wissen Sie, Prostitution ist seit 20 Jahren in Deutschland ein legalisierter Beruf, der steuerpflichtig ist. Es gibt immer noch viele Menschen, die das nicht verstanden haben und die glauben, es sei sittenwidrig. Und es gibt auch immer wieder Arbeitgeber, die glauben, wenn dann jemand diesen Nebenjob hat, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, dass das irgendwie sich im kriminellen Milieu abspielen würde. Aber Prostitution ist ein Beruf, der vom BGB geregelt ist wie andere Berufe. Er ist natürlich ein sehr spezieller Beruf und ich bin mir auch sicher, dass nicht jeder für diese Tätigkeit geeignet ist. Was macht ja auch nicht jeder. Es ist ja immer noch sehr selten. Aber Salome, und, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich habe ja gar nicht in Abrede gestellt, dass du jetzt diesen Job, so klingt es jedenfalls für mich, aus freien Stücken machst, selbstbewusst und selbstentschieden dabei vorgegangen bist. Aber das ändert natürlich nichts, dass es in dieser Branche auch relativ düstere Geschichten gibt. Wolfgang, man hat natürlich jetzt sofort gemerkt, es ging wahnsinnig schnell, wie du eben
was du assoziierst mit meinem Beruf. Und das ist sicherlich, kommt auch nicht von ungefähr. Ich meine, es gibt sehr viele Branchen, in denen Ausbeutung, Zwang und auch Menschenhandel stark verbreitet ist. Das sind vor allen Dingen natürlich das Baugewerbe, die Gastronomie, Reinigungskräfte. Es gibt im Billiglohnsektor unglaublich viel schreckliche Arbeitsbedingungen. Übrigens auch welche, die eigentlich legal sind, aber sich so anfühlen, als wäre es pure Sklaverei. Und Tatsache ist, dass Menschen, die in der Prostitution tätig sind, oft Frauen sind, die auch eben eine Wahl haben, die sich eben entscheiden, lieber das zu tun, als eben eine andere Art von Ausbeutung. Und nur weil eine Frau aus Osteuropa kommt und weil eine Frau vielleicht sich mit Helfern bedient, Schleusern bedient, um in das Land zu gelangen. Ich meine, im Osten waren Fluchthelfer jetzt nichts, was vom Westen als Menschenhandel bezeichnet wird, sondern als Fluchthelfer. Na gut, das sind Frauen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen. Viele von denen sind unglaublich tapfer und mutig und ernähren ihre ganze Familie, ihre Kinder und ihre kranken Eltern. Und wenn man die fragt, gut, außer die sich jetzt an Hilfsorganisationen wenden, das ist aber auch ein Bruchteil von den Frauen, die dann sich am Ende der Hilfe sucht. Und die brauchen sie auch und die sollen sie auch kriegen, in viel größerem Maße, als es bisher schon die Infrastruktur ermöglicht. Aber man muss den Menschen auch zugestehen, dass sie eine Wahl getroffen haben. Und dass, wenn man den Menschen diese Wahlmöglichkeit entzieht, muss man ihnen ähnlich bezahlte Alternativen bieten. Und wenn man dann sagt, wir holen dich da raus und dafür kannst du jetzt für ein Achtel des Lohns putzen gehen, dann ist das keine Wahl, die diese Menschen getroffen hätten, wenn sie die Wahl gehabt hätten. Nochmal, ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass es Prostitution gibt, betrieben von jemandem wie dir, der das aus eigenen Stücken selbstbestimmt, wohlüberlegt macht. Und es steht mir auch nicht zu, das moralisch irgendwie zu beurteilen. Wenn jemand damit glücklich ist und jemandem anderen Schaden zufügt, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Nur ich bin irgendwie dann, jetzt polarisiert es doch ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht bereit zu sagen, ach, die armen Osteuropäerinnen, so schlimm ist es doch gar nicht. Und irgendwie, die ernährt dann die Familie. Also es gibt in Stuttgart einen Blumenladen, da standen diese, keine Ahnung, 16-, 17-Jährigen jahrelang davor. Und wenn du dir diese Gesichter dieser jungen Frauen angeguckt hast, ja, und die Familie, die Onkels und die Väter warteten dann in irgendeinem fetten Daimler-Dreiecken weiter. Das war nicht schön. Es ist auch nicht schön. Und genau deswegen muss man unbedingt die legalen Strukturen stärken. Denn genau das bleibt übrig, wenn man es verbietet. Es ist bereits illegal. Das sind Menschen, die sich um Gesetze nicht scheren. Und die werden den Markt übernehmen in dem Moment, wo es keine legale Regelung gibt. Wenn du damit einverstanden bist, würdest du ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst, wie du zur Prostitution gekommen bist und warum du dich für diese Arbeit entschieden hast? Wenn du das willst. Gerne. Also ich habe ja auch bei diesem Podcast gemerkt, dass du ja, weißt ja nicht, was dich erwartet und musst dann plötzlich dich quasi aus der Kalten, was sich auf Themen einlassen, die dir so unvertraut sind, naturgemäß. Und ich würde dich da gerne mitnehmen und dir das erzählen von meiner Normalität. Aber ich möchte mich dir auch nicht aufdrängen, wenn ich merke, dass das Thema dir unangenehm ist. Überhaupt nicht. Weißt du, niemand zwingt uns, diesen Podcast zu machen. Niemand zwingt dich mit was zu beschäftigen, was dich triggert, Wolfgang. Überhaupt nicht. Also ich lasse mich gerne drauf ein. Ich finde das Thema spannend. Wir hatten jetzt einen etwas ungewöhnlichen Einstieg, aber ich bin total gespannt darauf, von dir zu erfahren, wo du herkommst, wie du zu dieser Prostitution gekommen bist, was du machst, warum du es machst. So. Also ich komme aus Berlin. Ich habe an der Humboldt-Universität studiert. Ich hatte davor verschiedene kleine Jobs. Ich war Aktmodell in der Kunsthochschule gewesen, was wunderschön war, aber furchtbar schlecht bezahlt und sehr anstrengend. Ja. Und auch hat nicht gereicht, auch von der Stundenzahl her, um mir mein Einkommen zu sichern. Es gibt natürlich noch andere Studentenjobs, alle ähnlich schlecht bezahlt. Und ich war zu Hause ausgezogen. Ich war schon 26. Ich wollte auch meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Und ich wollte mein Studium innerhalb der Regelzeit einigermaßen beenden. Und ich hatte davor ein Stipendium gehabt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber ich hatte es ja schon, also das war ausgelaufen schon und die machen ja keine Abschlussförderung dann nochmal extra. Und um meine Abschlussarbeit zu schreiben, suchte ich also etwas, was mir viel Freizeit lässt und wo ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld verdiene mit denkbar flexiblen Arbeitszeiten.
Und ich wusste immer, dass das existiert, dass es diese Escort-Agenturen gibt. Und dann habe ich einfach im Internet recherchiert und nach 2 Tagen fand ich etwas, was ich interessant fand. Es gibt natürlich da jede Menge Websites, die echt zum Fremdschämen sind. Also gerade wenn man einen gewissen intellektuellen Anspruch hat, möchte man keine Texte mit falscher Apostrophierung lesen. Das ist sehr häufig. Und da ging ich dahin, habe mich da beworben, habe da die Leute kennengelernt und ich wusste die ganze Zeit, es ist erstens legal und es ist auch kein Rotlichtmilieu, in das ich mich da begebe. Und wenn mir irgendwas daran nicht gefällt, kann ich ja sofort wieder aufhören. Und das ist ja auch so. Also das kann man in jeder Sekunde. Kann man sagen, Escort ist sozusagen die edlere und die exquisitere und natürlich auch besser bezahlte Form von Prostitution? Ich glaube, es gibt auch sehr teure Studios und Bordelle und es gibt auch sehr teure Dominas. Also Escort gibt es aber auch in allen möglichen Preisklassen. Da, wo ich mich beworben habe, war das war eine der teuersten, die ich gefunden habe. Auch einfach deswegen, weil es muss sich ja lohnen. Ich dachte, wenn die mich nicht nehmen, kann ich es ja immer noch weiter billiger probieren. Mhm. Und habe mich aber genommen. Und die war auch eine Agentur, die so eine Bewerberin bevorzugt hat, die eine Konversation führen können, denn 80% der Zeit, die man da mit einem Kunden verbringt, ist reden und sich auf jemanden einlassen, jemandem einen schönen Abend machen, essen gehen und sich bemühen, in jemandem das Positivste zu sehen, was in diesem Menschen ist und es dadurch hervorlocken. Ich weiß nicht, ob du das Goethe-Zitat kennst, der sagt, wenn man Menschen so behandelt, wie sie sind, macht man sie schlechter. Wenn man sie so behandelt, wie sie sein könnten und ihnen diesen Bonus gibt, dann macht man sie besser oder man zeigt ihnen, dass sie besser sein könnten. Und ich habe das sehr oft probiert, das ist magisch. Natürlich weiß ich immer nicht so genau, wer das eigentlich ist. Ich habe ja nur die Gelegenheit, ihn für ein paar Stunden kennenzulernen, obwohl ich einige meiner Kunden inzwischen seit Jahren treffe. Auch seit ich meine eigene Website gegründet habe, weil ich auch, obwohl diese Agentur fair war, fand, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche nicht so sind, wie sie sein könnten. Und haben uns da eine Plattform geschaffen, die eigentlich genau den Anspruch erfüllt, die eigentlich die Gesetze seit 2001 und 2017 an Prostitution stellen. Nämlich, dass sie weisungsfrei ist und komplett selbstbestimmt. Seit wie vielen Jahren machst du das? Ich mache das seit 10 Jahren. Seit elf Jahren. Ja, und seit wie vielen Jahren jetzt in dieser neuen Konstellation mit den Kolleginnen? Meine Plattform heißt Hetera Berlin, und ich habe sie 2016 gegründet. Was an diesen Arbeitsbedingungen früher hat dir so missfallen, abgesehen davon, dass die relativ viel Provision gekriegt haben? Na genau das. Wir reden hier von Provisionen von 30%, manchmal 40. Okay. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man das dann mit oder ohne Agentur macht. Die Agentur behauptet immer, sie würden uns ja auch schützen und unsere Identität. Aber ehrlich gesagt, der Schutz, der besteht doch eher darin, dass es zum Beispiel ein sicherer Rahmen ist. Dass es ein 5-Sterne-Hotel ist, wo es Kameras auf dem Flur gibt. Dass es man sich vielleicht nicht direkt im Zimmer trifft, sondern eben vorher essen geht oder in eine Bar und so eine Art, Chance auf ein Bauchgefühl entwickeln kann. Bist du denn schon mal in eine gefährliche Situation gekommen, trotz aller Schutzmaßnahmen, die du vorher ergriffen hast? Ja, das war, also an einen konkreten Fall erinnere ich mich, das war auch bevor ich Hetera hatte. Und das war, weil ich nicht begriffen habe, dass jemand völlig zugekokst war. Und ich hatte die Wirkung von Kokain auf jemanden noch nicht einschätzen können. Auch auf die, auf die Selbsteinschätzung von so jemandem. Und in dem Fall war es eben so, dass der Typ durchgedreht ist. Aber ich konnte mich Gott sei Dank gut irgendwie befreien, retten. War das in einem Hotelzimmer? Das war in einem Luxushotel, ja. Okay. Und er war letztendlich dann noch leicht außer Gefecht zu setzen, weil er total neben der Spur war. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich habe ihn nackt auf dem Flur ausgesperrt. Okay, und? Und hab ihm gesagt, wenn der Krach macht, rufe ich den Concierge. Der war dann sehr brav. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich so einen kleinen erzieherischen Auftrag habe. Also wenn Männer meinen, dass sie, indem sie mich bezahlen, mit mir machen können, was sie wollen, dann sind sie schief gewickelt. Sie können für das Geld mit mir machen, was ich will. Denn ich biete eine Dienstleistung an. Man kann ja auch nicht dem Taxifahrer sagen, ich habe dich bezahlt, darum fährst du jetzt ein Autorennen. Nein, der wird dafür bezahlt, was er dir angeboten hat. Man kauft eine Dienstleistung, die sehr konkret bestimmt und definiert ist. Die ist vorab auch geklärt? Die ist vorab auch schriftlich geklärt? Also das, die steht in unseren AGBs, was da passiert. Was da im Einzelnen passiert und was das dann im Einzelfall auch kostet?
Der Preis ist fix, weil ich habe keine Lust, da rumzuverhandeln. Aber da steht vor allem drin, dass ich nur für die Zeit bezahlt werde. Mhm. Dass ich jederzeit das abbrechen kann. Mhm. Und dass ich nicht dafür bezahlt werde, irgendwelche konkreten sexuellen Handlungen vorzunehmen. Das ist eine Frage der Spontanität. Und alles andere ist auch wirklich Unsinn. Ich meine, mir vorzustellen, der hat mich jetzt jemand bestellt und der möchte die und die Stellung ausprobieren und ich kenne den gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der mir sympathisch ist oder ob ich mich dann so fühle, dass ich darauf dann Lust habe. Das Einzige, was ich garantiere, ist, dass meine Hingabe authentisch ist. Ja. Und meine intelligenten Kunden, das sind die meisten, schätzen genau das, dass sie wissen, wenn sie mir das Geld geben, dann kriegen sie keine willenlose Sklavin, die das eh nur macht, weil sie sich gezwungen fühlt, sondern sie bekommen die Chance auf körperliche Nähe in einem diskreten und gepflegten Rahmen, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass sie meine Grenzen überschreiten, denn die sage ich ihnen dann schon. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch, dass der andere sich glücklich fühlt und es macht mir Spaß, Bedürfnisse zu befriedigen. Hast du inzwischen, wenn du es schon so lange machst, ein sicheres Gespür bei den Menschen oder vor allem Männern, auf die du triffst, diejenigen auszusortieren, die beispielsweise sadistisch veranlagt sind? Es wäre gelogen, das zu behaupten, dass man das schon könne. Ich meine, letztendlich sind die Menschen doch so verschieden. Ja. Es gibt natürlich ein paar Red Flags. Und ich merke es zum Beispiel im Vorgespräch schon, wenn jemand so eigentlich indiskrete Fragen stellt über Dinge, die man doch eh dann persönlich klären muss. Wenn zum Beispiel jemand vorher irgendwie so Fragen zu körperlichen Grenzen und Tabus stellt, wo man sagt, hey, das merkt man dann doch. Mhm. Man kann doch miteinander reden. Man ist doch so intelligente Kunden wollen einfach nur klären, wo man essen geht und wie viel Zeit man hat. Und vielleicht noch, ob man, keine Ahnung, Lust hat, irgendwie in den Pool zu gehen oder sowas, einen Badeanzug mit dabei hat oder so. Mhm. Und alles andere ist eben eine Sache der menschlichen Kommunikation. Also, ich bin jetzt dein Kunde, wir haben miteinander telefoniert, wir haben ein Date ausgemacht, wir haben die Rahmenbedingungen geklärt. Wir hatten sogar einen Podcast zusammen. Wir hatten einen Podcast zusammen, auf den wir aufbauen können. Von daher ist es sozusagen zum Einstieg schon mal ein bisschen einfacher, jedenfalls für mich. Aber wenn wir uns dann treffen, was dann tatsächlich passiert, ist situativ und situationabhängig und nicht vorab geklärt, in dem Sinn, dass ich als Kunde erwarten kann, dass wir beispielsweise miteinander vögeln. Das ist richtig. Ich weiß ja auch gar nicht zum Beispiel, ob du in der Situation überhaupt eine Erektion hast. Ich meine, die männliche Erektion ist ja ein ganz empfindliches, zartes Wesen, was viel Zuspruch und Zuneigung und Sicherheit braucht, manchmal auch nicht. Es ist jedenfalls ganz individuell und gerade in so einer Situation die Aufregung und dann die fremde Umgebung. Und vielleicht auch der Alkohol. Also alles Mögliche kann passieren. Und wenn ich dann garantiert habe, du wirst mich aber anal penetrieren und dann sehe ich aber, das ist einfach nicht stabil genug. Ich meine, ich versuche mich diskret auszudrücken. Ja, es ist so, als würde man ein Croissant in einen Gartenschlaucheingang stopfen wollen. Das geht halt nicht. Und deswegen kann man das doch nicht vorher wissen. Also jede Art es widerspricht doch einfach dem gesunden Menschenverstand. Sich da vorher zu überlegen, was dann passiert. Man kann sich natürlich Fantasien austauschen, man kann sich das genüsslich ausmalen. Aber die Männer sehen im Internet ein Foto und lesen einen Text. Mhm. Und was sie dann bekommen, ist ein lebendiger Mensch. Tja. Und auch sie selber sind nicht so, wie sie in ihrer Fantasie sind. Und meistens ist es auch viel schöner, sich auf diese Spontanität dann einzulassen. Jetzt machen wir einen kleinen Break, weil Helena zu uns gekommen ist. Hi Salome. Hallo Helena. Hi. Jetzt muss ich noch mal kurz auf meine Einleitung vorhin zurückkommen. Also schon klar, für euch beide ist Prostitution kein kontroverses Thema. Aber wir diskutieren ja nicht umsonst seit Jahren immer wieder darum, Prostitution ganz verbieten zu lassen. So. Du hast jetzt vorhin gesagt, Salome. Populismus. Du hast jetzt vorhin gesagt, das würde nichts bringen. Ne? Es geht eher darum, die Rechte der Sexarbeitenden zu stärken. Und mich würde interessieren, wie siehst du das genau? Also kannst du das ein bisschen ausführen, wie man vielleicht die Arbeit von SexarbeiterInnen sicherer machen kann und ihre Rechte stärken kann im Gegenzug zu einem nordischen, einem schwedischen Modell, in dem Prostitution dann eben ganz verboten wäre? Naja, nachdem die würden immer sagen, wir verbieten ja nicht die Prostitution, die Frauen kommen ja nicht in den Knast, sondern wir verbieten einfach, dass sie sich ihre Dienstleistung bezahlen lassen, wir verbieten die Bezahlung.
Und natürlich klar ist, dass es letztendlich, also die Bestrafung der Kunden bedeutet eine Limitierung der Kunden, also eine Reduzierung der möglichen Kunden auf eine ganz kleine Zahl von Leuten, die, was immer man über sie sonst sagen kann, jedenfalls bereit sind, Straftaten zu begehen. Also wahrscheinlich der Bodensatz von Gesindel, den wir unter anderen Umständen niemals als Kunden akzeptieren würden. Aber wenn man dann weiß, das sind die Einzigen, die bereit sind, das zu bezahlen, dann ist es halt so. Ja, aber aus meiner Perspektive, was Sexarbeiterinnen brauchen, also erstens, niemand muss Sexarbeiterin sein per Gesetz. Wenn sie gezwungen wird, ist es illegal. Und mehr als es zu bestrafen und illegal zu machen, den Zwang kann man nicht. Man kann es nicht sagen, es ist noch illegaler. Illegal ist illegal. Und was sie bräuchten, ist natürlich echte Perspektiven, das ist eben gute Sozialarbeit, ne? Dass man irgendwie dafür sorgt, es gibt andere Einkommensmöglichkeiten und Frauen, die da wirklich gezwungen werden, die brauchen natürlich sofort ein Zeugenschutzprogramm. Und zwar nicht nur sie, sondern ihre Angehörigen. Ich meine, wenn das wirklich so ist, dass da jemand eine Frau zwingt, das zu machen und sich so zu verstellen, dass die Behörden das auch nicht mitkriegen, die dann sagen, ja, sie behauptet ja, sie macht das freiwillig, ja, dann gibt es Gründe, dass die Frau sich so verhält. Da muss man ihr eine Sicherheit geben. Da muss sie, es muss Abschiebestopp geben. Es muss die Möglichkeit geben, dass die Menschen legal arbeiten und dass ihre Angehörigen nachgeholt werden, die sonst irgendwo bedroht werden. Aber ich sehe nicht kommen, dass die SPD Baden-Württemberg, die sich sehr für das Nordische Modell einsetzt, gleichzeitig bereit ist, für alle Frauen oder auch Jungs, Männer, die behaupten, die seien Zwangsprostituierte, sofortige deutsche Staatsbürgerschaft und Familiennachzug und Zeugenschutzprogramme aufzuziehen. Ich möchte mal auf den Punkt kommen, also wie geht ein Gesetzgeber oder wie geht eine Gesellschaft, ein Staat, eine Regierung mit Prostitution um? Also erstmal hat ein Staat sich nicht einzumischen in die freiwillige Sexualität von Erwachsenen, das ist meine Meinung. Und zweitens hat ein Staat, sobald also er sieht, dass da irgendwie etwas regelmäßig ist und häufig passiert, die Möglichkeit, dem einen legalen Rahmen zu geben, der die die persönliche Freiheit und die Sicherheit der Beteiligten gewährleistet. Das ist der Fall. Seit 20 Jahren haben wir dafür Regeln, die gut sind, wenn sie dann eingehalten und befolgt werden. Und wo die Regeln nicht befolgt werden, kann man sagen, gut, dann brauchen wir bessere Polizeiarbeit. Wir brauchen vielleicht auch mehr irgendwie Sozialarbeit, mehr Aufklärung. Wir brauchen vielleicht mehr Beratungsstellen, die Infrastruktur von Beratungsstellen und so weiter. Und irgendwie auf der Straße muss ausgebaut werden. Vielleicht bräuchten wir auch davon abgesehen generell im sozialpolitischen einfach mehr Möglichkeiten für Frauen, die das wirklich machen, weil sie gar keine andere Option sehen und das eigentlich nicht wollen, aber das eben immer noch das kleinere Übel ist für sie. Aber mal, abgesehen Salome, davon kann, es sein, kann der Staat nicht sich einmischen. Der Staat hat nicht die Aufgabe, das ist ein großes Missverständnis, der Staat hat nicht die Aufgabe, innerhalb seiner Grenzen die Welt in Ordnung zu bringen. Der kann nicht verantwortlich gemacht werden dafür, dass alle glücklichen und befriedigenden Sex haben. Und er hat die Aufgabe, Gewalt und Straftaten zu verhindern. Genau. Was eine Straftat ist, hat er zu definieren. Kann es sein, Salome, dass dieses Modell, das du gerade skizzierst, ein Modell ist für die Besser- und Bestverdienenden, sozusagen ein Modell, in dem man alle Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen hat, wo man sich in Fünf-Sterne-Hotels trifft, in edlen Restaurants essen geht, aber das ist doch nicht sozusagen die Norm der Alltagsprostitution? Als ich angefangen habe, hatte ich auch kein Geld. Ich war Studentin. Und die meisten, die da anfangen, haben nichts und gelangen durch diese Tätigkeit in die Möglichkeit eines relativen normalen Einkommens. Niemand wird an der Prostitution wirklich reich, wenn sie unter fairen Bedingungen stattfindet. Aber ich meine, zu sagen, weil meine Arbeitsbedingungen möglichst gut sind, sei ich privilegiert. Ich meine, ich bin wahrscheinlich deswegen privilegiert, weil ich einen deutschen Pass habe. Ich bin privilegiert, weil ich Bildung habe. Aber eben gerade die Regeln, die existieren, helfen doch auch gerade nicht privilegierten Frauen. Und wiederum diejenigen, die am wenigsten privilegiert sind, am meisten diskriminiert sind, leiden auch am meisten unter den Verboten. Weil das sind die Frauen, die am wenigsten Wahlmöglichkeiten haben. Ich meine, ich könnte ja in jeder Sekunde sagen, ich mache jetzt was anderes, ich höre jetzt damit auf. Salome, darf ich mir zum Schluss dieses Podcasts noch ein paar persönliche Fragen stellen? Hast du einen ungefähren Überblick über die Anzahl der Kunden, vielleicht auch Kundinnen, die sich in dich verliebt haben im Laufe der letzten 10, 11 Jahre?
Es kommt furchtbar häufig vor. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann den Männern erklären muss. Na, wo ich ihnen dann, also wenn sie intelligent sind, ja, also wenn sie nicht intelligent sind, dann halte ich das Händchen und mache gar nichts. Aber wenn sie, oder sag ihnen, sollen das schöne Gefühl genießen. Aber wenn sie nicht, wenn sie intelligenter sind, dann versuche ich ihnen zu erklären, dass sie mich genau mit diesem Anspruch eigentlich erniedrigen. Ja. Weil sie mir damit implizit ausdrücken, dass sie meine Tätigkeit als Hure, als Kurtisane, als Frau, die eben niemandem gehört, eigentlich missbilligen. Und dass sie damit eigentlich auch sich selbst missbilligen. Also sie haben mich ja nur kennengelernt, weil ich genau das bin. Sonst hätten sie mich nicht getroffen. Es ist so, als würde jemand im Casino mit Spielgeld spielen und dann, wo er nicht verlieren kann, dann den Gewinn ausgezahlt bekommen. Also ein Spiel, wo man nicht verlieren kann, kann man auch nicht gewinnen. Wie reagieren die dann, wenn du es ihnen so erklärst, wie du es gerade uns erklärt hast? Naja, was sollen sie machen? Das ist nicht leicht. Mhm. Mein Professor hat mich damals gefragt, als ich ihm erzählte, wovon ich lebe, hat er mir die Frage gestellt, wie schützen Sie sich vor der Spontanität des Affekts? Mhm. Philosophieprofessor, ich kluge mag es, Frage. über solche intrikaten Dinge in sehr guter Sprache zu sprechen. Und natürlich kann man sich davor nicht schützen. Und ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die so einsam sind, dass sie diese Nähe, die sie dann plötzlich bekommen, so einfach bekommen, ne? Nachdem sie jahrelang einsam waren, sich nicht trauten, Frauen anzusprechen, nicht wissen, wie sie sich nähern sollen. Das Internet ist auch nicht leichter geworden. Und dann plötzlich können sie sich ihre Traumfrau nach Haarfarbe und Größe und nach ihrem Aussehen aussuchen. Und die kommt dann auch noch und ist auch noch so nett und zugewandt. Natürlich macht das was mit den Leuten. Hast du die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Männern es wichtiger ist, dass sie gehört werden, dass sie, keine Ahnung, in einem angenehmen Wohlfühlklima ein paar Stunden verbringen dürfen, dass das letztlich wichtiger ist als Sex selbst, für den sie eigentlich bezahlen wollten? Ja, und ich merke, dass du es dir auch vorstellen kannst. Und das ich ist mir. Ja, also nee, ich meine, dass du solche Menschen verstehen kannst, das meine ich. Ich kann das und total natürlich verstehen, ist das so. Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt, dass so viele Menschen in ihrem Umfeld so wenig Freundlichkeit erfahren, sogar verheiratete Männer. Vielleicht auch gerade reiche Männer, von denen immer erwartet wird, sie sollen einfach zahlen und funktionieren. Und ich meine, die ganze Arbeitswelt da draußen in der freien Wirtschaft, die ist ja nicht gerade von, ich glaube, es gibt einfach viel zu wenig Freundlichkeit auf der Welt. Sag mal, Salome, hast du dich schon mal in einen Kunden verliebt? Nein, ich habe einen Freund, den ich sehr liebe. Okay, wie findet der Freund, dass du diesen Job machst? Hat er damit ein Problem oder ist es für ihn okay? Also er kannte mich vorher und ich habe ihn das auch nie verheimlicht. Und was sollte er da für ein Problem haben? Ich liebe ihn deswegen ja nicht weniger. Im Gegenteil, ich habe den ständigen Vergleich mit anderen und liebe ihn jedes Mal ein bisschen mehr. Und ja, ich glaube, er betrachtet meine erotischen Erfolge mit einem gewissen väterlichen Stolz. Und, mit einem väterlichen Stolz? Okay. Hat er mir zumindest mal so gesagt. Wie ist es mit deinen Eltern und mit deiner Familie, wie gehen die mit dem Umstand um, dass du jetzt diesen Job machst, nicht nur diesen Job machst, sondern auch noch in der Öffentlichkeit auftrittst? Also, mein Vater ist tot. Meine Familie ist aus dem Osten. Wir sind Ost-Berliner Künstler, also mein ganzes Umfeld. Und ich bin nicht aufgewachsen in einer Atmosphäre, wo Prostitution jemals tabuisiert war. Also das war was Beeindruckendes. Also man kannte Prostituierte aus der Dreigroschenoper so, ja, oder von der Oranienburger Straße. Es war Berlin. Das war irgendwas Aufregendes. Und sogar zu Zeiten, als es wirklich noch illegal war und Rotlichtmilieu, hatte man immer irgendwie Respekt und Achtung. Und ich hätte eher als kleines Mädchen so ein bisschen Angst vor Huren, weil hatten so was Mystisches. Aber niemals, niemals bin ich irgendwie mit einem Bild konfrontiert worden, dass Prostituierte irgendwie Mitleid verdienen oder irgendwie schäbig oder eklig sind. Das waren einfach so ganz tolle Frauen, die begehrt wurden und die unabhängig waren und so wie Kämpferinnen. Und als ich das erzählt habe, hat meine Mutter nur gesagt, ach, das hätte ich eigentlich auch gemacht in deinem Alter, aber gegen DDR-Geld hätte sich das einfach nicht gelohnt. Okay. Was ja vermutlich ein genauso kluger wie richtiger Einwand ist. Wobei ich inzwischen auch eine kennengelernt habe, die ich demnächst in meinen kleinen Club aufnehmen werde, die ist in der Tat
in der DDR gemacht hat. Und zwar, das ist eine interessante Geschichte, sie war 19, das war in diesen da die Wiesenhotels da in Berlin, wo viele Westdeutsche hingingen. Und natürlich war sie bei der Stasi. Gut, sie wurde, nachdem sie ein paar Mal in Berlin Verbot hatte und dass ich am Alex mit den Punks rumtrieb, halt mal verhaftet, kam in den Jugendknast. Und dann wurde ihr so dieser Wisch vorgelegt und dann musste sie unterschreiben. Und es war für sie auch kein Ding. Ich meine, hat sie mir auch gesagt, das, was sie da gesagt hat, der Stasi über irgendwelche Reisenden, das war total belangloser Scheiß. Und sie war halt einfach wirklich ein halbes Kind. Aber die hat eben da Mata Hari-mäßig Leute ausgespäht für die Stasi. Und ich finde das schon ziemlich, ziemlich cool, dass sie mir das auch erzählt hat. Und dass sie das jetzt, nein, sie will jetzt nicht zum BND gehen. Nicht, aber dass ich wüsste jedenfalls. Die ist jetzt jedenfalls in deinem Escort-Club mit demnächst drin. Kommt sie ja. Sehr gut. Ja, sie hat demnächst ihr Fotoshooting. Gut. Und dann schreibe ich ihren Text und dann werden wir gemeinsam in Berlin. Wie lange wirst du den Job noch machen? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Du bist da komplett offen. Ich kenne Frauen, die haben erst mit 60 angefangen mit dem Job. Ja, die haben jahrelang irgendwie sich so von ihrer Arbeit mühsam versucht zu ernähren, ihrem normalen Job, oder hatten einen Mann und dann haben sie sich scheiden lassen und dann haben sie das entdeckt und dachten, wow, warum habe ich das nicht früher gemacht? Also der Job hat keine natürliche Altersgrenze. Eben auch deswegen, weil es nicht wahr ist, dass Männer nur junge, modelartige Frauen mögen. Männer mögen ganz verschiedene Dinge. Und das, was von der Werbung vorgelebt wird, was attraktiv ist, das mag zutreffen auf den Umgang im Alltag und der Außenwirkung, aber was dann wirklich Männer dazu bringt, erregt zu sein, das ist dann eben doch etwas, was tiefer geht als nur das Schönheitsideal. Ich habe eine Frage noch, also, würde dich auch darum bitten, dass wir es jetzt nicht als Extra-Thema noch groß aufmachen, weil uns die Zeit dazu fehlt. Du hast ja gesagt, du hast Kunden und Kundinnen. Das bedeutet, du triffst dich auch mit Frauen. Mit wem unterm Strich ist es schöner, angenehmer, entspannter? Mit Männern oder mit Frauen? Das kann man nicht nach Geschlecht beurteilen. Also bei Männern ist es halt so, dass wenn sie ihren Orgasmus hatten, habe ich erstmal, weiß ich ungefähr, dass dann Pause ist. Frauen können viel fordernder sein, wenn es einmal losgeht. Also mit Frauen zu schlafen ist oft heftiger. Also beansprucht mich körperlich viel mehr. Und ja, also es ist aber, kommt drauf an, ich habe auch nicht genügend verschiedene Frauen getroffen, um jetzt, es sind ja nicht so viele wie männliche Kunden, und um da jetzt wirklich schon eine Aussage zu machen. Aber letztendlich ist es ist so banal, wie es klingt, es kommt dann doch immer auf den Menschen an, nicht aufs Geschlecht. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und alles Gute nach Berlin. Mach's gut. Tschüss. Wolfgang, ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass du so höflich von einem Interviewpartner um dein Einverständnis zu einem Gespräch gefragt wurdest? Ich bin insofern jetzt ratlos, weil ich deine Frage nicht verstehe. Na, Salome hatte ja vorhin gefragt, ob es für dich in Ordnung ist, über dieses Thema zu sprechen und diesen Podcast mit ihr zu machen, weil du ja nicht weißt, wer kommt. Ja, aber das habe ich also offen gestanden eher verdrängt, weil es für mich so komplett ungewohnt ist. Also ja. Es gibt ja, warum soll man über Prostitution nicht reden? Also das ist ja Gottes Willen. Ja, absolut, klar. Ja. Ich hab da ein bisschen aufgemerkt, weil es tatsächlich ich im Vorhinein viel über die Einvernehmlichkeit in ganz vielen zwischenmenschlichen Beziehungen nachgedacht hatte, aber eben auch bei der Prostitution, ja, wo es dann ja also oft so das Argument ist, naja, ich habe dafür bezahlt, jetzt kriege ich auch, was ich will, und habe darüber viel nachgedacht. Und dann fand ich es witzig, dass sie gerade diese Frage dann eigentlich an dich gerichtet hat, ob es eigentlich für dich okay ist, wenn ich dir hier fremde Gäste vorsetze und du eine Sendung machen musst. Tja. Aber es ist natürlich schon ein sehr feines und exklusives Segment, das sie da bedient. Das muss einem bei diesem ganzen Thema klar sein. Und auch wenn das jetzt ein bisschen besserwisserisch von mir vielleicht rüberkam, also diese andere dunkle und düstere Seite gibt es halt. Ja. Und die ist nicht witzig. Genau, und ich glaube, das ist ja auch wieder das ist ja so schwer, also durch das Prostituierten-Schutzgesetz sollte ja quasi der Eintritt immerhin schon mal belegt werden, ne, dass jeder beim Amt unterschreibt, ich mache das hier freiwillig. Aber es gibt ja auch ganz
unterschiedliche Formen von Zwang und von Druck, ne, die ausgeübt werden. Mir fällt gerade ein, ich habe vor vielen Jahren mal eine Sendung gemacht mit einer Prostituierten. Lisa Moos hieß die, und die hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals erzählt, dass sie einen Stammkunden hatte, der also ganz normal angezogen war und, was keiner gesehen hat, drunter komplett Gummi von oben bis unten. Und mit dem ist sie durch den Herbstwald spaziert. Und er hat ihr von seinem Leben erzählt. Dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch eine besonders schöne Form der Prostitution. Ja, kann man vielleicht dieser Tage wieder im Wald treffen. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war die Erzähl mir was Neues Podcast-Folge von dieser Woche. Den letzten Podcast seht ihr hier oben und die komplette Playlist hier unten.